Herkese merhabalar. Bugün yavru kedilerimizle 13. günündeyiz. Yani tek kalan yavru var. Şu anda evde yavrulayan kediyle birlikte arkadaşlar. Bugün de bana bir telefon geldi. Telefonun da bir acil bir durum vardı. O durumda neydi arkadaşlar? Bir tane kedi yeni doğum yaptı. Yeni doğum yapan kedi de dün doğum yaptı. Bir tane erkek kedi gitti. 4 yavrudan 3'ünü maalesef öldürmüş. Yemiş hatta. O da bana uzaktan aradılar. Ta Almanya'dan telefon geldi bana. Burada bir kedi var. Onu da kurtarmamız lazım diye bir telefon geldi bana. Ben de gittim o yavruyu aldım. Baktım daha 1,5 günlük. Onu da getirdim. Bizim bu anneye verdim. Aleykümselam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size de iyi akşamlar. Bizim anne kedi 1,5 günlük yavruyu kabul etti. Biraz yoğundum yoksa daha önce de canlı yayın yapacaktım ve ayrıca kısa videolar ve fotoğraflar da yapacaktım. Bizim 1,5 günlük olan yavrumuz yorgun annemiz kabul etti arkadaşlar. Onu size şimdi biraz sonra göstereceğim. Aşağıda şu anda. Yani yavru kedi 1,5 günlük ve kabul edildi. Hem anneden hem tek kalan yavrudan. Ve inşallah yaşar. İstediğimiz o zaten. Şu anda bizim kediler burada baya bir kavga ettiler az önce. Onun için yukarıya geldim. Bakın arkadaşlar, bizim klasik kedilerimiz de burada. Merhabalar, hoş geldiniz. Uzun süre benim kedi Casanova kayıptı. Kedi Casanova bugün geri geldi arkadaşlar. Birkaç gün yoktu. Yani neredeyse 2 hafta yoktu. Geldi gibi hem bizim anne kedi hemen dövmüş onu. Ve diğer kedi de hemen dövmüş bizim diğer kediler. Onun için geri kaçtı bizim kedi Casanova. Yani buralarda ben de başına bir şey geldi sandım. Ama maalesef dövüyorlar. Anne kedi dövüyor. Diğer kediler dövüyor. Onun için şu anda evin etrafında yemeğe geliyor. Ve geri gidiyor. Ich habe heute einen Anruf bekommen aus Deutschland über Facebook. Und mir wurde gesagt, dass im Palomo Hotel eine Katze neu geboren ist. Neue Babys hat also. Und dass ein fremder Kater 3 der Babys aufgefressen hat und 3 der Babys gestorben sind und dann noch die Hälfte des Körpers und sowas leider war. Und daraufhin wurde, nach dem Anruf habe ich gesagt, dass natürlich die Babykatze angeschaut werden soll von einer Person, die hier wohnt und auch sich um die Katzen kümmert im Palomo Hotel. Und sie ist dann da auch hingefahren und hat sich die Katze angeschaut. Die Katze ist gerade mal 1,5 Tage alt und die Mama hat sie auch nicht mal anerkannt. Dann habe ich gesagt, wir probieren das mal aus. Ich habe hier zu Hause meine Katze. Und dann hat sie mir die Katze gebracht oder wir haben sie hergebracht zusammen nach Hause und erstmal gefüttert und die Mama hat die anerkannt. Und nachdem sie die anerkannt hat, hat sie die auch aufgenommen. Und wir gehen uns jetzt mal die Katze anschauen. Şimdi yavru kedinin yanına gideceğiz. Annesi de yemek yedi arkadaşlar. Bakın. Üvey annesi burada. Kabul etti yeni gelen yavruyu. Yani kendi yavrularını kaybetti. 3 tanesi. Bakın annemiz burada. Güzel annemiz. Unsere hübsche Mama ist hier. Die Babys aufgenommen hat. Heute das Baby, was eine Mama braucht, hat sie aufgenommen.
Bakın arkadaşlar, bol bir yemek de yedi. Bakın sütü de çok şükür var. Hani bakın sütü de var arkadaşlar. Also Milch hat die auch. Und ich hoffe natürlich, dass das Baby überlebt. Wir füttern es auch alle 2 Stunden. Wie bakalım. Bildim elbise dolaba girdiler zaten. Ve bakın arkadaşlar. Bizim yeni yavrumuz burada. Yavrularımız burada arkadaşlar şu anda. Yeni 1,5 günlük olan yavrumuz ve bizim 2 haftalık yavrumuz arkadaşlar, yani 13. günündeyiz birlikte. Üvey anne ve üvey abla ufak yavruyu kabul ettiler. Ve birlikte burada şu anda yaşıyorlar. Ufak yorgun kız. Bakın arkadaşlar. Daha çok küçük. Şimdi karnı doyurduk. Wir haben die gerade mit Milchpulver gefüttert. Und wir hoffen auch natürlich, dass die Mama auch gleich melkt. Bakın arkadaşlar. Bizim tatlı yavru kedimiz de burada. Bol süt içti. İkisi bol süt içti. Man sieht, dass die eine Kleine schon die Massage, dass es ihr gefällt. Tamam. Also sie ist noch sehr sehr klein. Yani yavru kedimiz arkadaşlar baya bir zayıf daha. Yani tek istediğimiz tabii ki ikisinin yaşaması. Yani bakın biri 1,5 günlük, biri 13 günlük. Die eine ist heute 13 Tage alt und die eine ist 1,5 Tage alt. Man sieht auch hier am Bauch noch das. Und dieses Baby ist auch leider noch sehr schwach und die Mama, die Stiefmama kommt gleich natürlich auch gleich. Wir machen arkadaşlar. Das Baby, das 13 Tage alt ist, putzt sich schon selber. 13 günlük olan yavrumuz artık kendini temizliyor. Burada dolabın içinde arkadaşlar. Ve üvey kardeşini şu anda ısırıyor. Device var. Gel. Gel annem gel. Pis 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 pis. Gel. Hadi geç içeri geç. Und die Mama ist jetzt gerade gekommen. Hadi geç içeri geç. Geç. Hadi geç kızım geç. Geç. Hadi geç. Ve annemiz geldi arkadaşlar. Unsere Mama ist jetzt da. Und sie hat auch das Baby akzeptiert und hat auch viel Ärger gemacht mit den anderen Katzen. Diğer kedilerden de baya bir kavga etti. Anne kedimiz. Bakalım ne yapacak şimdi. Unsere Katzenmama geht jetzt zu den Babys rein. Yavruların yanına gidiyor şimdi anne kedi. Ve anne kedi şu anda etrafa bakıyor arkadaşlar.
Die Katzenmama ist gerade vor der Kamera. Anne kedi de şu anda yavruların yakınlarında etrafta dolaşıyor. Ve yavru kedilerimiz orada arkadaşlar. Ve bakın keyfi yerinde arkadaşlar, görüyor musunuz? Yani kendi kendine masaj yapıyor şu anda, oynuyor. Yani baya bir kilolu hem de. Ve inşallah diğer ufak yavru da yaşar arkadaşlar. Yani tek istediğimiz o zaten. Geç kızım, geç. Geç içeri, geç. Geç, hadi geç. Sağ olun. İnşallah yaşar arkadaşlar. Yani tek hissetmez o zaten. Bir hafızı, das ist neue Baby, überlebt liebe Leute. Schaut mal, das ist dort hinten. Das alte Baby. Man sieht, wie aktiv es ist. Bakın arkadaşlar. Yeni yavru. Ne güzel oradan şu anda bize bakıyor. Görüyor musunuz? İnşallah yaşarsın bebek. Ich hoffe natürlich, dass das kleine Baby auch das überlebt, liebe Leute. Aber unser Baby sieht schon sehr, sehr gut aus. Das sieht man auch, dass es sehr gut aussieht. Bakın arkadaşlar, elbise dolabın içinde, takım elbiselerin altında bizim kediler yatıyorlar arkadaşlar. Neyse de bakıyor oradan. Ne yapmışsın? Gel bakayım sen, var ya. Gel bakayım, gel 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 gel. Gel bakayım dünya, bir merhaba de. Millete bir merhaba de sen. Gel bakayım tatlı bebek, gel. Bir merhaba de sen, gel. Sakmal halo. Merhaba der misin? Hayır. Aşağı inmek yok. Geç geri geriye. Aşağı inmek yok. Ve diğer yavrumuz daha bir günlük, bir de değilmiş arkadaşlar. Baya bir süt içti zaten bu ikisi şimdi. Çünkü man sieht jetzt, dass die Stiefschwester und sie nebeneinander schlafen.
Die Wärmflasche werde ich auch gleich natürlich wieder nachfüllen, weil das Baby geht auch direkt auf die Wärmflasche rauf. Die ist noch Die ist schon ein bisschen kalt geworden. Und da sieht man jetzt das Baby. Es schläft und wir werden gleich. Ich werde die Wärmflasche dann jetzt nachfüllen. Wartet mal, Babys. So, ihr müsst. Tabmam ist gut. Ich will nur kurz die Wärmflasche nachfüllen. Gleich kommt die Wärmflasche, ne? Das ist die kleine Katze vom Palomo heute. Bizim Palomo Hotel'den gelen yavru kedimiz. Kardeşlerini kaybetti arkadaşlar. Die hat ihre ganzen Geschwister verloren. Und ich hoffe natürlich, dass sie das überlebt. Jetzt kommt gleich die Wärmflasche. Das Wasser ist am Kochen. Jetzt kommt gerade die Mama. Die Stiefmama kommt gerade hier zum Baby. Weil es miaut. Und die Mama hat einen ganz. Die war ganz aggressiv. Die war oben sauer. Jetzt kommt auch die Stiefschwester. Evet, annesi kabul etti. Üvey annesi kabul etti. Ve bakın kardeşi de kabul etti. Üvey kardeşi de kabul etti arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu anda orada yatıyorlar beraber. Schon mal die Wärmflasche.
Die Wärmflasche ist jetzt sehr heiß und dass es auch schön Wärme gibt für das neue Baby und für die Schwester. Bizim sıcak su torbamız doldurduk arkadaşlar. Yavru kedilere. Tamam kızım, güçlü ol, güçlü ol. Tamam, sen güçlü ol, tamam. İnşallah yaşarsın yani. Sen daha 2 saate bir seni doyuracağız artık. Wir werden dich alle 2 Stunden füttern jetzt die Nacht. Das ist schon leider, das war ganz kalt, das Baby. Und jetzt kommt die Mama. Heide annehmen. Heide annehmen. Hadi annem, bir geç yanına lütfen. Hadi geç yanına. Geç bakayım yanına, hadi. Ve şu anda ja, dem Baby geht es gut. Es hat noch eine Stiefschwester oder Bruder gekommen, bekommen. Das gerade mal einen Tag alt ist. Was gerade auf der Wärmflasche liegt. Und wir hoffen natürlich, dass es überlebt. Aber dem anderen Baby geht es gut. Kedimiz de şu anda bakıyor. Das Baby kommt vom Paloma Hotel. Das ist heute geboren und die Baby, die Geschwister davon wurden von einem Kater leider getötet. Es waren noch 4 Babys und die Mama hat es dann noch nicht mal angenommen und unsere Mama zu Hause hat es angenommen. Und ich fütter es auch, wir füttern es auch alle 2 Stunden mit der Flasche und hoffen natürlich auch sehr, dass es überlebt. Und die Mama hat es auch schon nuckeln lassen. Anne kedi de emzirde yavruyu arkadaşlar. Ve tek istediğimiz yaşasın. Başka bir şey istemiyoruz. Hadi kızım, gir içeriye. Uzaklaşmamı mı istiyorsun? Hadi bakalım, uzaklaşayım ben de o zaman.
Ja, die ist bei mir im Kleiderschrank. Kabul etmede sorun yok. Kabul etti bizim anne kedi yavruyu. Heute ist auch der Casanova wieder aufgetaucht. Benim kedi Casanova bugün geri geldi. Ama anne kedi de çok fena dövdü. Onun için gelmiyor demek ki bizim Casanova. Sie Katzenmama hat es auch hat gleich den Casanova angegriffen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum er nicht herkommt. Die Katzenmama ist schon, sie lässt einige Katzen hier gar nicht mehr herkommen, die normalerweise hier wohnen. Ich weiß aber auch nicht warum. Anne kedi de bazı kediler buraya gelmelerine artık müsaade etmiyor. Onu da niye öyle yaptığını ben de bilmiyorum açıkçası. Ve hadi annem gir yavrunun yanında artık. Tamam bak seni çağırıyorlar. Hadi. Hadi gir artık kızım hadi. Hadi gir yavruların yanında. Hadi. Ve yavrularımız orada arkadaşlar. Ufak yavru sıcak su torbanın üstüne girdi, çıktı ve orada yatıyor. Das kleine Baby liegt auf der Wärmflasche. Das heutgeborene Baby. Und ich hoffe natürlich, dass es überlebt, liebe Leute. Das ist halt alles, was ich will. Denn das ist wirklich so ein hilfloses Tier. Oğlum sen ne istiyorsun burada? Bak burada yavru kediler var. Der Oğlum ist natürlich auch sehr sehr neugierig.
O da geldi buraya. Tamam Ole, sen niye geldin buraya? Warum bist du hergekommen, Ole? Hä? Willst du auch gekraut werden? Du kleiner Süß, du Süßer, hä? Bu yavrunun annesi kayıp maalesef. Annemiz de orada arkadaşlar. Ole de şimdi geldi. Ole, koskoca yatakta bir tane peçete buldun. Onun üstüne yatıyorsun. Ich verstehe die Katzen wirklich nicht. Er hat auf dem ganzen Riesenbett ein Taschentuch gesehen und da setzt er sich drauf mit seinem Riesenkörper. Ja, wirklich, ich verstehe euch wirklich nicht. Du kannst gerne auf dem Bett schlafen, da hat keiner was gegen. Aber warum? Auf diesem Tuch, da fütter ich das Baby mit und das lege ich darunter. Und warum setzt du dich darauf? Oraya yavru kedileri beslemek için altına koyuyorum. O da şimdi gitti üstüne yattı yani. Bak bir de uyuyacak yani. Und er wird auch schlafen. Neyse. Koskoca yatakta gitti orada yatıyor. Hadi bakalım annem bir gel buna. Miyavlamaya başladı. Bizim anne kedi de içeriye çok kedi girmeye başladı. Bugün hepsine rahatsız oldu bu yavru geldikten sonra. Oğlum niye öksürüyorsun? Yani seni yarın yine veterine götüreceğim. İyileşmedin gitti ha. 2 hafta veterinede kaldın. Tamam oğlum, tamam. Annem dur, sadece öksürüyor. Öksürecek. Bir şey yapmayacak. İyi. Geçti mi? Ha? Geçti mi? Der war 3 Wochen beim Tierarzt. Der hat 3 Tage nicht gehustet und dann ist das wieder passiert bei ihm. Ben de anlamadım yani. Der wird einfach nicht gesund. Der war 3 Wochen war beim Tierarzt, yani. Schau, der hat so einen Dauerschnupfen. Der war 3 Wochen beim Tierarzt. 3 hafta veterinerde kaldı bu çocuk. Ve 3 gün geçti. Gelin alın dediler bize. Gidebilir dedi. Ve hala iyileşmedi. Der wurde mir auch von einer deutschen Urlauberin gebracht, weil sie sich 4 Tage um ihn gekümmert hatte. Und die den nicht mehr rauslassen wollte auf die Straße, hat mich darum gebeten gehabt, ob ich den aufnehmen kann. Und ich habe normalerweise Katzen, die wirklich, denen es viel schlechter geht, aufgenommen gehabt. Aber wo ich ihn dann gesehen habe, habe ich gesagt, den nehme ich dann auf. Ist kein Problem. Und seitdem hängt er sehr, sehr an mir. Und sein Schnupfen war schon immer schlecht und dann war er letztens 2 Wochen beim Tierarzt und dann ging es ihm gut. Und dann meinten sie, ich kann ihn abholen. Und dann war der 3 Tage gesund. Und dann hustet er jetzt wieder. Ich verstehe auch nicht, woran das liegt. Bu kedi 2,5 hafta veterinerlerde kalmıştı. 3 hafta yakın.
Tedavi gördü, iyileşti, alabilirsiniz demişler bize. Ben de gittim, kediyi aldım, getirdim. 3 gün sürdü ve sonra bir daha öksürmeye başladı. Yani gerçekten çok tuhaf bir durum. Yani bir de bir veterinere götüreyim. Geçen görüştüm zaten, her gün veterine gidiyordum. Dedi biraz bir yazın, yaz ayları bir gelsin dediler. Böyle bir bakalım bir daha. İnşallah kanser değildir. Ama elimizden geleni yapacağız senin için oğlum. Hiç merak etme sen oğlum. Tamam. Ve gelelim geri yavrularımıza. Wir kommen hier wieder zu unseren Babys. Es kann sein, ja. Das Baby war jetzt weg von der Wärmflasche, aber ich tue das wieder auf die Wärmflasche rauf. Die Stiefschwester, also ich tue das mal zwischen Wärmflasche und Stiefschwester, dass es auch gleichzeitig dort Wärme hat. Und so schaut es dann aus, liebe Leute. Also heute am 13. Tag mit unserem Baby. Dem Baby geht es gut. Es hat eine Stiefschwester oder Bruder bekommen. Es lebt. Ich hoffe auch, dass es noch leben wird. Und die Mama hat es auch akzeptiert und die Schwester auch. Ole, heil. Heil, Ole. Geht. Und wir hoffen mal, dass das kleine Baby noch überlebt. Wir werden auf jeden Fall alles dafür tun, dass es überleben wird, liebe Leute. Ich will mich dann für heute verabschieden. Ich werde später nochmal das Baby, die beiden Babys füttern. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir haben ein Katzenbaby, es lebt noch. Und ich hoffe auch, dass es leben wird. Und ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Und ich werde euch natürlich auf den Laufenden halten, was mit dem neuen Baby passiert ist. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Yeni yavru kedimizle birlikte eski yavrumuzla yan yana yatıyorlar. Biri bir günlük, biri 13 günlük arkadaşlar. Ve inşallah yaşarlar ikisi. Bizim kedinin durumu iyi. Ve bir tane üvey kardeşi de geldi arkadaşlar. Ve inşallah yaşar. Süt tozuyla 2 saate bir besliyoruz. Ve sıcak su torbada koyduk arkadaşlar. Yaşaması için elimizden geleni yapacağız. Ve inşallah yaşar arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und eine gute Nacht. Und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.